Hi, guys. Ihr wollt uns schon verlassen? Keisel! Ich habe die Gräfin offiziell für tot erklären lassen. Und ratet mal, wer die Mörder sind. Damit kommt ihr niemals durch, Keisel. Na, das bin ich doch schon längst. Wer sollte mich denn daran hindern? Euer Unterstand... Was erzähle ich hier? Er unterstand direkt der Gräfin. Er kann tun und lassen, was er will. Der Bürgermeister und die Verwaltung können ihm nichts. So sieht es aus. Wirklich schade, dass ihr die Seiten gewechselt habt, Nileta. Aber was sollte man schon erwarten? Ihr seid wohl verweichlicht. Verweichlicht? Verweichlicht? Du miese kleine Ratte, du stinkender Wurm! Du wagst es, mich verweichlicht zu nennen! Du bist doch bloß dabei, der Gräfin die Scheiße hinterher zu wischen! Du hast keine Ahnung, was Knochenarbeit ist! Ich werde dich und Arachna persönlich durch den Wolf drehen, an den Füßen über einer Klippe baumeln lassen, euch ausnehmen und die Gedärme verkaufen! Ach, da ihr es gerade ansprecht, eure Hinrichtung ist schon morgen. Bis dahin werdet ihr in Gewahrsam genommen. Na, da hat uns ja gut aus der Stadt geführt, ne? Was soll ich sagen? Es war schon... schön... Okay, ich muss gleich Schluss machen. Es war schön, solange es dauerte. Was erwartet euch jetzt, Keisel? Warum wollt ihr das wissen? Weshalb sollte ich es euch verraten? Glaubt ihr denn wirklich, der Rache wird euch irgendetwas geben? Ihr werdet fallen gelassen, ebenso die Gräfin. Sagt, ist die Gräfin bereits verschwunden? Was erwartet ihr denn? Euer Schicksal und das der Gräfin ist bereits besiegelt. Ihr seid ein Narr, Keisel. Morgen werdet ihr sehen, wer der Narr ist. Lass ihn nicht aus den Augen. Was er doch tun wird. Da sitzen wir also. So, und ich glaube nämlich, das war die letzte Szene der ersten Demo. An diese Menschenansammlung vor der Burg erinnere ich mich nämlich noch ziemlich gut. Und ich glaube, danach endete die erste Demo. Und es ist eigentlich ganz gut, auch dann diese Aufnahme zu beenden, aber natürlich erst nach der Sequenz. Ich wollte es bloß jetzt mal gesagt haben, alles danach ist für mich komplettes Hashtag Neuland. Alles, was jetzt davor kam, habe ich aber auch natürlich schon wieder längst vergessen, ne? Nur halt so bruchstückartig. An die Leta konnte ich mich zum Beispiel gar nicht erinnern, aber es scheint ein sehr cooler Charakter zu werden. Mit seinen Wutausbrüchen gefällt mir jetzt schon. Ja, wollte ich hier nur ganz kurz anmerken, jetzt darfst du uns weitermachen in der Szene. Oder anfangen mit der Szene. Nun nehmt doch Vernunft an. Was ist mit der Gräfin? Wir verlangen eine Aufklärung. Das seid ihr uns schuldig, Kaiser. Ich zeige euch gleich, was ich euch schuldig bin. Nicht. Kommt her, Kaiser. Hatatata. Erregt die Menge bloß nicht noch mehr. Seitdem Grave und Arcus aufgetaucht sind, gleiten uns Stück für Stück die Zügel aus der Hand. Jetzt, da auch noch die Gräfin weg ist, können wir die Stadt nicht mehr kontrollieren. Ja, das ist bedauerlich. Aber wenn ihr die Menge niederschlagt, werdet ihr das Aufsehen des Bürgermeisters und der Region auf euch ziehen. Was schlagt ihr also vor? Was dauert denn da so lange mit diesem mysteriösen Maskenmann? Beeilt euch! Hochwerte, Damen und Herren, liebe Kinder, ich bin es, Benjamin. Benjamin, Blümchen. Wer seid ihr? Was? Wer seid ihr? Was sucht ihr hier? Mir wird das hier langsam zu bunt, also wirklich. Haltet ein, Keisel! Was ist nun mit der Gräfin? Wenn ihr einen Moment lang Ruhe gebt, werde ich euch alles erklären. Die Gräfin ist tot. Lügner, Gräfinnen können gar nicht sterben. Zweifelt ihr an unserem Wort? Nein. Gut. Die Region wird ab sofort vom Bürgermeister und der Verwaltung geleitet. Verschwindet aus der Stadt, Keisel. Sie ist verloren. Verloren! Was ist, wenn etwas schief geht? Sollte ich nicht besser hier bleiben? Es wird nicht schief gehen. Aber wenn ihr darauf besteht... Ich werde hier bleiben und mich für eine Weile zurückziehen. Außerdem muss ich mich noch um die drei Quälgeister kümmern. Tu das! Ich habe jetzt noch etwas zu erledigen, das von äußerster Priorität ist.
So bitte dafür, das sind sie drei. Wie ihr sagtet, nicht wieder stimmen. Ich werde hierbei besonders vorgfältig sorgen. Sorbet. Warum klingt diese Menschenmenge eigentlich wie Kühe und Schafe? Wir werden hier nie rauskommen, wenn wir bloß rumsitzen. Was habe ich da gehört? Ach, nix. Ihr werdet hier sowieso niemals vor morgen rauskommen. Und jetzt tut mir den Gefallen und seid mal etwas leiser. Ich habe mir schließlich nicht ausgesucht, auf euch aufzupassen. Tut mir leid, ich dachte, das wäre das Gasthaus. In meinem Alter lassen die Augen leider nach. Hi, Dankwart. Schon gut, Alterchen. Das Gasthaus ist gleich nebenan. Danke. Links oder rechts nebenan? Die paar Meter bringe ich euch hin, alter Mann. Und ihr macht dabei keinen Unfug. Bäm! Was ist in euch gefahren, Opa? Und ich, ja. Raphael. Sag endlich ganz! Freut mich, euch zu sehen, Graubeeren. Ach, der war das. Ich hab alle. Ich kenne die doch alle nicht mehr. Nee, wo sind sie denn? Aha, die Schlüssel. Ich brauche eure Hilfe, Raphael. Ist schon gut. Ihr sucht auch nach eurer Tochter. Ja, ich dachte, ich schaffe es alleine, doch das Alter macht mir zu schaffen. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich kann nicht mehr nach ihr auf eigener Faust suchen. Dann kommt doch mit uns. Raphael, würdest du uns bitte bekannt machen? Das ist Antalasia Adagios Vater, Graubeeren Adagio. Angenehm. Und wer ist euer dritter Mann? Das ist, John Bon Jovi. Nileta Kaiser. Ich werde euch im Kampf nicht unterstützen können. Sehr gut. Dazu bin ich zu alt, aber ich werde helfen, wo ich nur kann. Na, dann ist es beschlossene Sache. Aber jetzt lass uns schnell aus der Stadt verschwinden, solange Kaisel noch mit dem Aufstand beschäftigt ist. Aufstand? Das erzähle ich euch später. Also, da war mal so ein Aufstand, und da waren da so voll die Menschen, da war da so Kaisel, und Kaisel war so ein Menschenstab, und die Menschen immer so und dann Kaisel wieder so, ach Menschen, ihr versteht einfach nicht so, wieso mein Leben gerade so voll läuft, ja, ihr habt überhaupt so kein Verständnis dafür, in was für einer Lage ich mich so befinde, und die Leute dann wieder so, und dann Kaisel so, ey, wisst ihr was, ne, das tue ich mir jetzt so voll nicht an, ey, ich glaube, ich gehe jetzt, ja, und dann könnt ihr euren Scheiß hier alleine machen, ja, ich hab euch gar nicht nötig, ciao, und dann ist er so voll weggestopft, wie so eine Diva, ja, mit einem Hüftschwung, der wäre schon hier Konkurrenz für J-Lo, ja, ich glaube, seine Saftdiät, die hat ganz schön gut gewirkt, ne, und dann die Leute so, ey, lol, und dann sind alle nach Hause gegangen, ja, und das war die Geschichte vom Aufstand mit Hauptmann Kaisel und der Meute von Leuten. Ende. Meine Damen, meine Herren, nun geht doch bitte, mein Gott, hier gibt es wirklich nichts zu sehen. Wir werden die tote Gräfin nicht rausholen. Seid doch vernünftig. Kaisel! Was? Sie fliehen! Nein, doch, verdammt! Lass mich durch. Los jetzt, Mann! Lass es von dir verschwinden. Oh Gott, verdammt nochmal, Lady, sind Sie eingeschlafen? Lass mich verdammt nochmal durch. Goddammit, ey... Schneller! Sag das ganz lieb, bitte. Das werdet ihr noch alle ganz bitter bereuen, das schwöre ich. Meine Tage sind noch nicht vorbei. Menschenklone. Worüber denkt ihr nach, Arachna? Dem seine Stimme werde ich nie vergessen. Ihr merkt schon, dass ich versuche, mit euch zu sprechen. Natürlich. Also, was ist mit euch los? Ich sehe auf das Land, das uns gehören sollte. Gehören wird.
Ihr zweifelt nicht eine Sekunde an euren Fähigkeiten, oder? Niemals. Der Teil, den ich zu eurem Vorhaben beitragen konnte, ist bis ins kleinste Detail durchgeplant. Auf die Gräfin können wir nun nicht mehr setzen. Hoffen wir, dass unsere Armee dann noch durchhält. Ihr macht euch Probleme, wo keine sind. Wisst ihr das? Wie meint ihr das? Die Armee ist mein Problem und ich bürge mit meinem Leben, dass mein Plan absolut wasserdicht ist. Ich bin nicht auf die Versorgung der Gräfin angewiesen. Meinetwegen können wir sofort zuschlagen. Aber ihr wollt auf Igor von Pomp warten, habe ich recht? Ja, wir werden warten. Lothar hat den Auftrag, Igor von Pomp hierher zu bringen. Hieß der am Anfang nicht Igor? Oh nee, ich glaube, wir haben seinen Vornamen gar nicht erfahren. Hoffen wir, dass von Pomp nur halb so mächtig ist, wie man ihm nachsagt, und dass er einen Zauber findet, der meine Königin befreit. Sagt, müsst ihr eure Sammlung im gesamten Turm aufstellen? Lasst mir mein Vergnügen, mein Zimmer ist schon lange voller junger Männerkörper. Dann können wir jetzt nichts weiter tun, als beten, dass Lothar möglichst bald von Pomp zu uns bringt. Hoffentlich kehren die Stirnfriede nicht zurück. Wenn sie aber Lothar töten sollten, gehört er mir. Nehmt, was euch gefällt, mich interessiert nur von Pomp. Pomp, ich bezweifle, dass der Alte was bringt. Boah, ey. Ich würde gern speichern, jetzt aber bald so. Vom Regen in die Traufe. Spart euch das, Raphael. Bei dem weiß ich immer, ich komme zwar nie an seine originale Stimme vom ersten Part ran, aber ich weiß immer, bisschen wie ein Vogel, dann passt's. Ich bin eigentlich nur hier, um euch zu gratulieren. Wo ist der Haken? Ausnahmsweise kein Haken. Dass ihr Graubeeren gefunden habt, zeigt mir, dass ihr vielleicht doch noch ein paar Tage überlebt. Toll. Hört zu, Raphael, ich werde nach Adorak gehen und die königliche Armee zusammenführen. Ihr werdet dort auch hinkommen. Klingt ungefährlich. Wann geht's los? Ich sagte, dass ihr auch dorthin kommen werdet, allerdings kommt ihr nicht mit mir. Ich sammle die Armee zusammen und ihr fühlt dem verräterischen Zauberer auf den Zahn. Verstanden? Von Pomp? Wenn ihr mir verratet, wo man den finden kann? Ich nehme an, Graubein Adagio wird euch in dieser Angelegenheit beste Indienste erweisen können. In der Tat, ich kenne diesen Magier. Er ist der Einzige, der seine Fähigkeiten dem anbietet, der am meisten zahlt. Erbärmlich, eine Schande. Ich nehme an, er wird immer noch in seiner schäbigen Hütte im Nordgebirge hausen. Also wieder quer durch die Steppe? Davon möchte ich abraten. Wer ist denn der Blasche da? Blass? Ich antworte mal für ihn, das ist Nileta Kaiser, er begleitet uns, weil er noch was gut zu machen hat. Er hat mal für Arachna gearbeitet, bla 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 bla. Raphael, würdet ihr mir bitte mal verraten, warum ihr euch mit diesem Speichellecker verbündet? Speichellecker? Solange wir ihn gut im Auge behalten, wird er nichts Dummes anstellen. Er vielleicht nicht, schöne Maid, aber ich kenne eine andere Person, die dazu neigt, dummes Zeug anzustellen. Hey, 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 wie war das mit dem Gratulieren? Also, Spinnenkrieger, warum haltet ihr den Weg durch die Steppe für riskant? Einmal tief durchatmen und antworten. Arachna ist gewarnt. Sie weiß, dass wir eine Gefahr für sie darstellen. Es gibt nur einen einzigen Weg, bei dem wir nicht Gefahr laufen, von Spinnenwesen angegriffen zu werden. Kyphosala! Gesundheit, Kyphosala! Kyphosala für alle! Du kriegst Kyphosala! Du kriegst Kyphosala! Ihr alle kriegt Kyphosala! Das klingt wie eine Geschlechtskrankheit. Verdammt! Verstehen, Kyphosala. Was ist los? Ich habe den Überblick auch gerade verloren. Also hier die kurze Zusammenfassung. Die Arachna hat im Krieg versucht, die Waldgebiete im Nordwesten vor dir einzunehmen. Das ist das Land der Kyphosala. Sie ist die Königin der Kyphosalen. Es ist der Arachne nicht gelungen, diese Rasse zu vernichten. Bis heute trauen sich keine Spinnen in diesen Wald. Gleiches gilt für Menschen. Dann ist natürlich logisch, dass ausgerechnet wir da durchtrampeln. Natürlich, auf geht's, hopp! Jetzt aber husch! Ihr kleinen Recken mit den großen Stecken! Wann haben wir eigentlich vor, mal wieder etwas auszuschlafen? Raffaele kennt meine Magie noch nicht. Soll ich sie euch erklären? Also ich finde, dass das nützlich sein könnte. Ich kann durch meine
Amulette zaubern. Das goldene Amulett steht für Blitz und Feuer, das schwarze für Eis und Gift. Ich kann durch die Fähigkeit umrüsten, das jeweils andere Amulett benutzen. Es ist also nicht notwendig, meine Amulette im Ausrüstungsfenster zu wechseln. Wovon redest du? Ich habe keine Ahnung. Solltest du mir aber eines meiner Amulette einfach abnehmen und ein Kampf steht bevor, werde ich mir das goldene Amulett nehmen. Einfach, weil ich es kann. Viel interessanter sind aber meine Flüche. Sie werden im Kampf aktiviert und sind dann permanent zu Rundenbeginn aktiv. Wenn du näher Bescheid wissen willst, scheue nicht, mich anzusprechen. Ich lege dir einfach mal meine Lies-Mich ganz unten ins Gepäck. Du hast deine eigene Lies-Mich zu dir selbst geschrieben? Ist doch ziemlich albern. Ich kann sie auch gern behalten. Schon gut, gib her. Niletas Lies-Mich ganz unten ins Gepäck gelegt. Nach Norden müssen wir! Nach Norden! Nach Norden! Raphael, 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 Raphael und damit Raphael, Raphael, Raphael werde ich Raphael, 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 diesen Part Raphael, Raphael, Raphael und diese Aufnahme Raphael, 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 nun Raphael, Raphael, Raphael beenden Raphael, Raphael, Raphael und ich hoffe, ihr hattet Raphael, 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 Raphael viel Spaß Raphael, 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 beide Guts Raphael, 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 mit dem es auch natürlich Raphael, Raphael, Raphael bald weitergeht und ich hoffe, ihr seid dann Raphael, Raphael, Raphael wieder dabei und auch bei Raphael, Raphael, Raphael anderen Raphael, Raphael, Raphael Videos und Raphael, Raphael, Raphael Projekten. Euer Raphael, Raphael, Raphael Raffel, 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 Koshi, Rano, mit Sombrero, ei, bis zum nächsten Mal, Raffel, 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 Raffel